Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Standalone. Natürlich auch hier mit dabei meine Freundin, die Frau Tätige Lady vor mir. Hallo. Ja, wir spielen gemeinsam ein paar Runden Daisy Standalone. Natürlich nach sehr, sehr langer Zeit. Also Entschuldigung für alle, die da jetzt lange drauf warten mussten. Ich glaube, die letzte Folge ist im April dieses Jahres erschienen. Also schon ein halbes Jahr ungefähr entfernt gewesen. Ja, und jetzt starten wir durch mit der brandaktuellen Version 0.5 mit ganz, ganz vielen Neuerungen. Und die wohl größte Neuerung, größte Überraschung für euch da draußen am Bildschirm wird wohl sein, dass wir gerade auf unserem eigenen Community-Server spielen. Und für alle, die mitspielen wollen und mit auf den Server uns suchen wollen, uns helfen wollen, guckt einfach mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr unten ein paar Informationen zum Server und natürlich für alle, die jetzt mobil unterwegs sind und alle, die einfach zu faul sind. Im Video selber kommt öfters mal oder auch gerade am Anfang der Folge immer mal eine Einblendung, wie die IP lautet, pipapo. Ja, wir sind bis gerade gemeinsam in Orlovets. Das Wetter ist sehr beschissen. Es scheint mal die Sonne, aber es regnet trotzdem schon stundenlang. Und da war auch gerade ein schöner Blitz zu sehen. Ja, aktuelle Lage. Mir ist kalt. Bei dir sieht es, glaube ich, besser aus, ne? Ja, bei mir ist gar nicht. Und ja, sieht gerade hier, was wir gerade so gesammelt haben. Ja, recht wenig, sage ich mal. Wir haben gerade jetzt ein Double Rifle gefunden. Meine Freundin hat eine Sportler 22 und eine M1911. Allerdings ohne Munition. Von daher müssen wir gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen. Natürlich auch hier wieder der angedachte Hybridschnitt, heißt also Mitschnitte und wenn irgendwas Spannendes ansteht oder Looting, werden wir das natürlich dann komplett durchlaufen lassen. Also für alle, die jetzt schon Arma 3 Epoch gesehen haben bei mir, so ungefähr, vielleicht noch ein bisschen, sag ich mal, weniger Schnitt, aber ihr werdet das schon irgendwie dann so mitbekommen. Je nach Situation, sag ich mal. Und theoretisch brauchen wir Olovets nicht mehr durchsuchen, wir haben es gerade schon komplett durchgeplündert. War recht viel drin, hat uns auf jeden Fall den Arsch gerettet, weil wir, sind auf dem Server gespawnt, hat angefangen zu regnen, waren klitschnass, hatten Hunger, hatten Doors, verstanden kurz zum Sterben, mussten mit Zombies kämpfen, die unsere ganzen Bandagen weggefressen haben und ach, das ist also das typische DZ-Szenario. Jetzt natürlich die Frage, wo ist meine Freundin abgeblieben? Ich habe sie jetzt aus der Sicht. Wo bist du denn jetzt hin? Da, wo du eben warst, in der Scheune, der Kleinen. Ach, hier bist du doch, hier, Mensch. Ja, ist natürlich das gleiche Problem wie bei Epoch, erstmal wieder finden. Ihr wisst gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, bis wir uns gefunden haben. Wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt... Links. Wie links? Warum gehst du runter? Ich wollte eigentlich berg hochgehen. Da waren wir schon. Ja, ich wollte aber die nächste Stadt gehen eigentlich. Okay. Ja. Also glaubt nicht, wie lange wir gebraucht haben, uns zu suchen. Also ist klar, Daisy ist immer ein bisschen Lauferei und so. Wir haben wirklich 4 Stunden lang gebraucht, um uns zu finden. Einmal haben wir, glaube ich, 1,5 Stunden gebraucht, dann sind wir gestorben. Und beim zweiten Mal hat uns dann kurz vorm Treffen ein Hacker erledigt, ja, mit Linkin Park Musik, die er über Mikrofon ausgegeben hat. Also war sehr böse, hat einen Speedhack an und ja, hat mal keine Chance. Also seht auch, und wir sind nicht von Hacker geschützt, aber könnt ihr natürlich schützen, wenn ihr den Namen erfindet und erfährt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein oder schickt einfach mal eine Nachricht. Dass wir vielleicht ungefähr drum kümmern könnten. Ich kann euch nichts versprechen, aber vielleicht kann man das irgendwie was draus machen. Oh, ja, schon die ersten Sachen hier gefunden wieder. Chandler brauchen wir nicht. Ja, ich glaube, ich mal die. Dieses, Fastkit, willst du mitnehmen oder nicht? Was für ein Ding? First Aid Kit. Dieses. First Aid Kit mit Spritzen alles. Ja, nehme ich mit. Das First Aid Kit. Nimmst du mit oder soll ich mitnehmen? Nee, ich nehme das mit. Ich habe einen großen Rucksack. Ich auch. Ja, aber momentan noch Platz drin. Müssen wir das später ein bisschen aussortieren. Achso, da unten ist auch noch eins. Achso, dann nimmst du das mit. Ich habe nämlich noch eins gefunden, gerade hier oben. Achso. Waren 2, ich dachte, du meinst ein anderes. Ja. Kannst du übrigens auch die grüne Farbdose unten nehmen, kannst du zum Beispiel dein Gewehr einsprühen. Falls du das möchtest. Meinst du zum Beispiel jetzt... Guck, meinst du zum Beispiel jetzt gerade grün. Falls du das möchtest. Muss das nicht sein, aber kannst du machen. Muss einfach draufziehen, also... Ich weiß. Gut. Okay. Ja, natürlich durch diese, sage ich mal, Halbjahrespause von Daisy ist natürlich vieles an uns vorbeigegangen. Wir haben uns jetzt bestmöglich eingespielt. Natürlich meine Freundin hat dann doch hier und da ein paar Probleme. Wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Folgen dann hoffentlich abgeklärt haben. Also so ganz die Neuling ist er auch nicht mehr. Hat sich schon gut eingelebt hier in Chernarus. Mhm. Und ja, ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, ihr seid mit dabei. Wenn ihr gerne mit uns rumlaufen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall euch die Folgen genüsslich anschauen. Könnt dann Termine ausmachen, könnt zum Beispiel Kommentare schreiben, dass ihr gerne mit uns laufen wollt. Da können wir uns irgendwo treffen oder einen Treffpunkt ausmachen. Und da können wir uns dann hoffentlich gemeinsam dann auch finden. Was ist denn los? Hast du ihn gefunden? Nee, warum gehst du in die Häuser rein? Weil ich noch was gucken wollte. Da waren wir doch schon überall. Nee, weiß nicht. Waren wir schon drin? Bin ja, gerade verwirrt. Ach, haben die alle durchgehört. Ach, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja, Unwetter hier auf Chernarus. Es regnet, wie schon gesagt, seit einer Stunde ununterbrochen.
Und Gott sei Dank habe ich noch einen Regenmantel gefunden. Wir hatten das Problem, weil wir eben keine Bandagen mehr hatten, dass wir ja die T-Shirts auseinanderreißen mussten. Dann hat meine Freundin gefroren, musste ich ihr meine Regenjacke geben, die ihr hier gerade seht, die orangene. Dann war es so, dass wir ja beide durchnässt waren. Ich glaube, du warst dann über die, glaube ich, ein bisschen bergauf, ne? Du warst nicht ganz so durchnässt, wie ich. Ja. Ja, und dann, ja, es war immer so ein Wechsel. Nimm du mal, nehm ich mal. Immer so ein Geben und Nehmen. Ist also nicht ganz einfach gewesen, aber hast du trotzdem irgendwie noch geschafft zu überleben. Ich habe echt schon gedacht, wir müssen wieder von vorne anfangen. Was ja jetzt nicht immer so unglaubwürdig ist. Man kann öfters mal neu anfangen. Ist schon eine grüne Farbdose. Kann ich doch aus meinem Rucksack einfärben? Nee, ne? Schade. Also ja, auf jeden Fall wird es DayZ oder DayZ, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, öfters geben. Auf dem Kanal zu sehen. Wöchentlich natürlich. Mit den besten und schönsten Mitschnitten und natürlich Looting und sowas, alles was dazugehört. Der See besteht nur aus Laufen und Looting. Und das wird es auch im Großen und Ganzen dann auch sein. Action und sowas werden wir uns größtenteils hoffentlich vermeiden. Großstädte werden wir meiden, weil einfach Ruckel, Orgie und sowas muss nicht sein. Ansonsten sehen wir hier so schöne Naturwäldchen, ne? Also ich denke mal, jeder kann sich noch was drunter vorstellen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Stadt werden wir mal jetzt hinjoggen und bis es soweit ist, ja, schalte ich mal ganz kurz ab hier und dann sehen wir uns dann gleich wieder in Polana. So, wir sind jetzt Ortseingang Polana und vor uns sind gerade zwei Zombies, die gerade auf irgendwas einprügeln. Wieder streiten sich gerade um ein bisschen Beute oder auf einen. Oder sie treten einfach auf einen toten Spieler ein. Gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendwie was machen können. Nee, die treten auf gar nichts ein. Das ist auch nicht schlecht. Zombies haben schon echt ein eigenartiges Hobby. Hm, vielleicht ja. Ist hier ein Spieler gestorben von einer ganzen Weile und vielleicht haben die Zombies ein bisschen gebuggt. Mysteriös, mysteriös. Haben die was gedroppt? Nee, ne? Nee. Auch nicht. Finde ich nie was bei denen. Nee. Ich weiß gar nicht, ob das schon implementiert wurde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dass es schon irgendwas Nützliches bei Zombies zu finden gibt. Wobei, was sollen die schon haben? Totes Fleisch vielleicht. Totes Fleisch. Wie kann denn Fleisch tot sein? Diese Logik hier bei mir. Genau wie tote Leichen, das ist auch lustig. Ich würde sagen, wir trennen uns mal ein bisschen. Boah, es ruckelt gerade ein bisschen. Ja, hier Äpfelbäume. Genau, ich gehe mal kurz in die Häuser rein hier, guck mal, dass wir was zu trinken finden. Ja, ich guck da ein bisschen in die Äpfelbäume hier. Der Marsch, oh, das ist gar nicht Polana. Doch, Polana. Ich wollte gerade sagen. Sind noch ein Polana angekommen. Ja, der Marsch von Orlovetz nach Polana hat natürlich ein bisschen was an Tribut gefordert. Und zwar, dass wir Hunger wahrscheinlich gleich da haben werden und natürlich Dorst, ich schon mal eine Zucchini. Will ich natürlich gleich mal komplett auffressen, weil ich will energized werden, ich will wieder ein bisschen Blut gewinnen. Weil die Reise einfach bis nach Orlovetz hat einfach so viel Leben gekostet bei uns, das war einfach nicht mehr schön. Ich glaube, da vorne ist sogar Kellogg's oder sowas, oder so ein Blödsinn, was ist das hier? Ja, Cereals. Sehr schön, gleich mal essen. Ich meine, wäre ich jetzt nicht gerne Freitagnachmittag in ein Haus rein und frisst einfach mal eine komplette Cornflakes-Packung auf. Ich meine, warum nicht? Ich sehe auch gerade vorne ist. Ja, was hast du? Meine Regenjacke nochmal gefunden in besser. Und dann nimm die in besser. Hab ich gerade gemacht. Ich habe gerade vorne gesehen, dass am Haus ein Blumenbeet war, beziehungsweise so ein Beet. Da könnte man theoretisch. Ups. Tomatensamen anpflanzen. Die momentan auch Tomaten dabei, Tomatensamen. Allerdings, was uns fehlt, ist eine Hoe. Eine Farming Hoe. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch richtig heißt. Eine Hake, ja, ne? Muss ja, eine Hake sein. Ja. Da könnte man das theoretisch hier vorne anpflanzen. Ist auch eine neue Funktion, die, glaube ich, erst mit 0.5 reingekommen ist. Soweit ich weiß. Ach, guck mal, was ihr gefunden habt. Eine Hake. Okay, eine Machete gefunden. Muss ich da, glaube ich, die Farming Hoe den Sledgehammer ablegen. Guck mal kurz, ob das funktioniert. Ich glaube, man braucht noch ein bisschen mehr. Ich glaube, man braucht bestimmt auch Dünger und so einen Blödsinn. Wie sieht's denn aus? The Greenhouse. Ah, okay. Das mache ich gerade hier. Ein bisschen umgraben. Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Ich bin, wie gesagt, da eben. In Häusern. Ah, okay. Ich bin nämlich gerade bei dem ersten Haus, was du gesehen hast. Okay, der eine Slot ist schon mal gegraben. Machen wir mal zwei oder so. Ich weiß gar nicht, ich glaube insgesamt gibt es vier oder, nee, warte mal, insgesamt gibt es acht Plätze, die man da so, also acht, sag ich mal, Löcher für Samen. Wir machen einfach mal testweise mal drei.
Die sollen nämlich innerhalb von 10 Minuten gewachsen sein. Ich weiß gar nicht, ob man noch ein bisschen was mehr braucht. Tomatensamen und eine Hoh, ich weiß nicht, wenn du Tomaten anpflanzen würdest, das brauche ich noch Dünger, ne? Aber ich glaube. Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nein, die Tomaten magst du noch so, da brauchst du nicht unbedingt Dünger. Ich nehme mal die Tomatensamen jetzt in die Hand. Plant a seed. So, da müssen auch Pflänzchen irgendwo sein gleich. Ach, da vorne sind sie doch hier. Zack, und 3 Pflanzen haben wir schon mal. Da würde ich sagen, mache ich mal ein bisschen weiter meine Fettarbeit. Wie gesagt, der Set ist hier einfach auch ein bisschen entdecken. Und ich denke mal, das ist gerade so eine übelst krasse Neuerung, ja. So Farming, Landwirtschaft betreiben. Auch wenn es vielleicht ein geringen Maß ist. Aber ich meine natürlich, ihr würdet das natürlich gerne sehen, ne? Dafür sind ja auch solche Folgen gedacht, ein bisschen was zu entdecken. Wenn das gerade schon eine neue Funktion ist, dann kann man das gleich mal in dem Video beinhalten. Mal schön Löcher graben hier. Wenn du was zum Trinken findest und was dann auch was zu essen hast, dann ich mir wenigstens eine von beiden Sachen wenigstens was auf, ne? Ja, ja. Momentan bin ich energized, das ist schon mal gut. Ich fülle praktisch meine Energie wieder auf. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Bist du energized? Super. Nö, das nicht, aber. Ja, dann ess mal so lange, was du hast. Ich habe momentan auch. Warte, was habe ich gerade noch gefunden? Hab irgendwas? Nee, habe ich nicht mehr. Aber was bestimmt was hinten im Ort hier. Ja, hab schon was. So, wie viele haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir. 2 müssen noch gehen. Die 7 haben wir noch eins. 1 muss noch gehen. Hier drüben sind ja die Bretter, da könnte ja theoretisch nichts wachsen. So. Einen können wir noch machen. Ne, nur Free Slot for Digging. Alles klar, dann nehmen wir halt die Tomatensamen, ne? Bauer Viper heute mal am Start. Ach, ihr habt gerade gesehen. Echt? Ja. Du bist an mir vorbeigerannt. Wie gesagt, an der Straße bin ich da, wo wir reingekommen sind. Ja, ich nicht, aber. Doch, du bist ja gerade in der Nähe gewesen. Nein, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay, gut. Ich würde gerne die Farming Hawk mit dem Rucksack packen, aber das geht natürlich nicht. Ja, das muss man 10 Minuten in der Stadt verbringen. Und dann würde das Ding auch wachsen. Ich würde sagen. Ich habe Pfeile gefunden. Das ist schon mal gut. Ich würde sagen, ich hocke mich einfach mal hier hin. Und guck einfach mal den Samen zu, wie sie wachsen. Und ihr seid natürlich dann live mit dabei.
So, circa 12 Minuten sind vergangen, da sind auch schon die Tomaten alle schön nacheinander gewachsen, wie ihr sehen könnt. Ja, was wir nur noch machen müssen, ist das Ganze ernten natürlich. Collect Fruits. Okay, machen wir hier, Collect Fruits. Boah, 13 Tomaten pro Pflanze, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir werden auch nie wieder Nahrungsprobleme haben, das hast du schon genommen. Ja, also Tomatenpflanzen ist relativ easy. Wow, mein ganzes Inventar ist voller Tomaten, hast du noch Platz für dich? Müssen wir gleich mal gucken, dass wir alle wegfressen. Also, okay, nee, ist okay. Ja, weil auf dem Boden noch welche liegen. Also, wie gesagt, Tomatenpflanzen ist relativ einfach. Was ihr braucht, ist eine Hoe, also eine Farming Hoe, also eine Spitzhake. Oder einfach nur eine Hake heißt es, glaube ich, richtig. Eine Schaufel zum Beispiel, also eins von beiden geht. Dann natürlich Tomatensamen und zu guter Letzt optional Dünger. Das soll das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Wahrscheinlich 2 Minuten, da soll es, glaube ich, 10 Minuten dauern. Bei mir hat es, wie gesagt, 12 bis 13 Minuten gedauert. Ja, und dann eben noch ein bisschen Geduld, ein Gewächshaus natürlich. Und das war es eigentlich auch schon mit Tomatenpflanzen. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Pflanzen gibt, ich denke es mal schon. Aber wenigstens haben wir schon mal den ersten neuen Prozess der 0.5 abgearbeitet. Ja, und damit war es doch erstmal für die erste Folge von Daisy Standalone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mal mit eure Kommentare freien Lauf. Sagt, wie euch das Ganze gefallen hat. Und natürlich auch immer wieder gern gesehen, einen Daumen nach oben. Das war's von uns beiden. Wir melden uns dann zurück in der nächsten Folge von Daisy Standalone mit der Reise nach Gorka zum Beispiel. Und dann gucken wir mal, vielleicht finden wir schon in der nächsten Folge schon den Weg zum Nordwest. Ach, viel zu richtig. Ja, bis dahin, hau ich noch einen schönen Tag und bis bald. Ja.